Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute habe ich für euch einen Klassiker in vegan. Und zwar machen wir veganen Karottenkuchen mit einem veganen Cheesecake Frosting obendrauf. Das Ganze ist mit Nüssen und Zimt. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr natürlich die Nüsse mit Mehl ersetzen. So, und dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Zuerst hobeln wir natürlich die Karotten. Da bitte vorsichtig sein, dass ihr euch da nicht verletzt, denn das kann schnell mal passieren. Dann geben wir eigentlich die ganzen Zutaten erst einmal in eine Schüssel, verrühren vorher kurz die ganzen Zutaten mit dem Mehl bis auf den Zucker. Und das geben wir dann eben in unsere Schüssel. Dann kommt schon das Wasser und das Öl dazu. Das wird mit einem Kochlöffel bzw. Backlöffel einfach so verrührt. Und dann kommen da auch schon unsere Karotten und die Vanille, weil ich die anfangs vergessen hatte, dazu. Und dann ist unser Teig im Prinzip auch schon fertig und kann in den Ofen. Ich habe hier wieder eine kleine Form genommen, habe die gebuttert und gemehlt und fülle den Teig dann da rein. Wenn ihr eine größere Form benutzen wollt, müsst ihr das Rezept wahrscheinlich verdoppeln. Wenn der Kuchen dann ausgekühlt ist, können wir uns den Frischkäse nehmen, da etwas Zucker rein und das Ganze einfach schön verrühren und wer möchte, noch etwas Zimt. Das kommt dann auf den abgekühlten Kuchen. Das wird dann nochmal für ungefähr 2 Stunden im Kühlschrank gelassen, damit das Ganze nochmal schön fest wird. Und dann könnt ihr den Kuchen auch schon genießen. Dankeschön fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback da und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Rezepte und Videos mehr von mir. Dankeschön fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.